Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within. Wir sind zurück, beziehungsweise ich bin zurück und dachte, da kommt jetzt dieser eine Wichser angeschlummert. Oder auch nicht. Hey, da ist er! Diesmal ist es kein Vetter. Der ist mit einem Schuss ins Bein und brenne. Was? Nein, brenne, habe ich gesagt. Warum hat der nicht gebrannt? Penner. Bisschen nachladen, Schrotflinte. Oh, ein bisschen Muni hat er auch gegeben. Zumindest das, was ich an ihm verschwendet habe. Muni-mäßig schaut es momentan nicht gut aus. Da hinten ist Muni, aber da hinten ist doch, glaube ich, was anderes. Ja, ich glaube, Muni-mäßig schaut hauptsächlich so schlecht aus, weil ich letztes Mal überhaupt nicht wirklich Stealth war. Also, ich glaube, man sollte sich hier doch schon ein bisschen besser versuchen anzustellen. Aber scheinbar müssen wir da lang. Aber Moment. Hier müsste der... jetzt die Statue noch ganz jetzt. So, das ist intelligenter, als Schüsse zu verschwenden. Jetzt habe ich allerdings den Schuss verschwendet und musste den Schlüssel manuell holen, also... Gut, letzteres tut mir jetzt nicht wirklich weh, aber... Schlechte Texturen und atmendes Fleisch. Das ist beides nicht sehr nett. Da ist nix. Sehr gut. Burn it. Richtig ekelhaft. Okay. Kontrollpunkt ist gut. Okay. Du kommst da sicher gleich raus, oder? Oh Gott, jetzt wäre ich fast in die Falle. Erst da oder da hinten. Ich gehe mal da rein, weil hier ist Stuff. Hier ist schön was. Alter, wir haben inzwischen... Wir haben echt viele Teile, aber... Wirklich brauchen tun wir eher... Brenne? Ich glaube, du wärst zum Leben erwacht, du komisches Vieh. Sicherheitshalber, du auch. Letztes Mal sind diese Typen an den Leichenkabeln mir richtig am Senkel gegangen. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Falls ihr es geschaut habt. Da unten ist eine Person. Kommst mir jetzt nicht nach. Da oben ist rotes Licht, aber ich glaube, das ist nur irgendwas, was unbedeutend ist. Was wirklich wichtig ist. Ist da eine Flasche? Okay. Hier ist sonst nichts, außer die Flasche und die haben wir schon in der Hand. Alter, hier sind viele Flaschen, Alter. Was geht hier vor? Kann ich die irgendwie entschärfen? Oh. Na klar, unter dem ersten kann ich durch. Dann verbrenne ich dich. Dann mache ich aus. Kann ich wieder anmachen? Okay.
Ich hätte gehofft, dass ich wieder anmachen kann. Damit... falls was kommt, dass ich... Okay. Bisschen Muni. Eine Maus. Bitte friss mich nicht, komischer Schleim. Danke. Ja, sicher. Mach das Schleimding einfach mal dicht. Ist eine Granate, oder? Oh, ich höre einen Speicherpunkt. Lecker. Speicherräume sind ja eigentlich safe. Heißen ja auch Safe Rooms im Englischen. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts. Weil ich familiär betroffen wäre, sagten sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken. Aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Okay. Hier sonst noch was? Nein. Oh, wir sind schon lange nicht mehr hier drin aufgewacht. Schon sehr lange. Und hier drin sind wir immer so ganz knapp an uns rangepresst. An Sebastian. Und nicht wie jetzt beim Türöffnen eher weiter. Ich frage mich, ob die Türen irgendwann mal offen sind. Hallo. Haben Sie etwas vergessen? Nicht wirklich vergessen, aber ich wollte mal schauen, was es gibt. Tatiana Gutierrez. Das ist sie. Mist, aber sie ist... nicht da. Vermisst, Tatiana Gutierrez, Pflegerin in der Beacon Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Schön. Das heißt, der einzige wirklich dauerhafte... ah, ich speichere. Die einzig dauerhafte Persönlichkeit, an die wir uns wenden können, ist jetzt auch schon verschwunden. Das heißt, wir wissen nicht, wo Kidman ist, beziehungsweise Kidman ist, glaube ich, irgendwie am Durchdrehen. Und Joseph ist auch momentan nicht da, den haben wir zuletzt gesehen. Also von einem dieser Tresortypen, die diese Wächtertypen gejagt wurde, haben wir ihn zum letzten Mal gesehen. Und ja, Leslie, der ist ja verschwunden. Aber ich sag, ich habe nichts bekommen, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe einen Schlüssel. Ja, ich würde sagen, machen wir mal... machen wir mal hier auf. Und das gibt... 4 Explosivbolzen. Jetzt nur noch 3, Moment. Ja, wir haben gute Explosivbolzen, also wir können vielleicht ein paar mehr verschießen die nächste Zeit. Geht's hier raus? Ja. Dann upgraden wir. 17.000. Naja, wie gesagt, ich bin mir momentan nicht sicher, was ich upgraden soll. Das Einzige, was mir so ein bisschen reinschwebt in den Gedanken, ist vielleicht noch ein bisschen Muni. Qualenbolzen.
Nee. Also das könnte ich mir vorstellen, wenn man es ganz hoch levelt, ist vielleicht gar nicht so gut, weil auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Blinddauer, Kälte, Wirkungsradius. Auch nicht so super. Wirkungsradius und Dauer. Ja, Explosivbolzen verwenden wir schon recht häufig, also. Und da vielleicht noch. Da hier Schadensmultiplikator, der ist zwar relativ teuer, aber das andere können wir uns gar nicht leisten. Wobei da Stufe 4 bei der Schrotflinte, weil wenn wir sie mal auspacken, soll es gut was machen. Also, ja, ich spare noch auf die Schrotflinte. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Bosskampf kommt, wenn wir rausgehen oder so. Was vielleicht auch ist, weil ich weiß nicht, wie lang das Kapitel ist. Tja, dann haben wir verschissen. Wenn ich das gebraucht hätte. Moment, hier ist aber nur Upgrade. Ja, das reicht nicht. Wir brauchen 16.000. Okay, nee. Brenne. Alter. 3 Was? Ach so, ich dachte, der kann ohne Kopf leben. Keine Ahnung, der ist noch gestanden längere Zeit. Das, bei allen anderen war es bis jetzt so, dass sein Ende im Gelände war. Bisschen Scharfschützenmuni. Lade ich mal nach. Alter, er ist ziemlich hell, muss ich sagen. Und hier ist alles voller Glibber. Okay, Sekunde. Haben die sich nur kurz gezeigt, oder? Oder was? Sie haben sich scheinbar wirklich nur kurz gezeigt. Nett. Da ist Ende im Gelände. Aber auch Stuff, also Streichholz. Harpunenbolzen. Ich wollte gerade sagen, ich hasse es, wenn ich Sachen zurücklassen muss. Das bedeutet dann immer, dass ich sie eventuell hätte gebrauchen können. Aber momentan gerade von der... Au! Komm her! Alter! Bitte. Alter, what the fuck? Nein. Nein. Moment, da kommen jetzt nicht unendlich viele, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe gerade mein Todesurteil unterschrieben. Ja, dann tötet mich doch, ihr miesen Wichser, die mir da reinlaufen. Ja, ich glaube... Moment, das war jetzt nicht der letzte, oder? Das heißt, ich hätte die töten können. Hat der gerade noch... Der wollte noch in den Untertiteln sagen, er soll besser aufpassen. Ja, sicher. Pass besser auf, also... Ja gut, ich hätte die Falle nicht übersehen dürfen, das... Ich habe es in der Sekunde gerade sagen wollen... Ah, da ist eine Falle, als die Falle zugeschnappt hat. Man sieht sie auch halbwegs. So. Gelee, bitteschön, dankeschön, gerne, wie auch immer da redet. Ich bin übrigens langsam echt auf die Auflösung der Story gespannt. So. Was ist jetzt los? Achso, ich dachte, ich kann noch was machen. Oh. Kann ja aber...
Nee. Nee, nee, das schaut sich auch so aus, als würde ich da noch hinkommen. Also, darf nur nicht vergessen. Okay. Da hinten ist ein bisschen Gelee. Ah, Stealth-Section hier wieder, also so ein bisschen... Oh, Kacke. Das könnte schlecht werden. Wenn ich da jetzt verkacke. Ich kapp's einfach drauf. Ich bin Pro. Oder auch nicht, aber... Oh. Okay, die Falle hätte ich jetzt nie im Leben bemerkt. Ich geh nochmal auf die andere Seite. Und geh beide Räume... Also geh hin und her, also. Da ist auch wieder was. Einfach ganz langsam bewegen hier im Wasser. Das, er zeigt einem ja eh ein bisschen an, dass eine Falle ist. Oh. Oh, hier komme ich zur Statue. Nett. Ich hoffe nur, ich löse dadurch nicht Alarm aus. Alter, irgendwie habe ich es momentan mit dem Ding drauf. Am Anfang habe ich ja überhaupt nicht drauf klar gekommen. War fast genug für die Schrotflinte. Also nächster Speicherraum wird wahrscheinlich schon gehen, dass wir uns das Upgrade kaufen. Ist ein bisschen doof, dass da nur das ist. Den burn ich auch. Das Gute ist, ich weiß schon, wenn ich in der Nähe von dem Ding bin, kann ich Kreis drücken. Und muss nicht erst umständlich... Ich weiß, man muss das vielleicht gar nicht machen, aber... Sicherheitshalber. So. Schön. Granate. Oh, noch eine Kiste. Nichts drinnen. Ihr Penner. So, dann würde ich aber sagen, was auch immer das da vorne ist, weil... Ja, nee. Schauen wir uns noch kurz das da an. Was auch immer es ist... Das ist schlecht. Okay, nee, ich hab's mir überlegt. Was auch immer das ist, wir sehen es uns beim nächsten Mal an bei Let's Play The Evil Within. Und bis dahin, tschüss Leute.